kürzlich, dass Wissenschaftler zum ersten Mal zwei Planeten in der gleichen Umlaufbahn im Sternsystem PDS 70 gesehen haben. Nun hat auch das James Webb Space Telescope zum ersten Mal in der Geschichte Wasser in der protoplanetaren Scheibe entdeckt, die sich in einer potenziell bewohnbaren Zone befindet. Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern sind aktiv auf der Suche nach Wasser außerhalb unseres Planeten und Sonnensystems. Denn Wasser ist eine Voraussetzung für die Entstehung von biologischem Leben. Und es muss in flüssiger Form vorliegen. In der potenziell bewohnbaren Zone des Systems PDS 70 konnten Wissenschaftler bisher mehrere Exoplaneten nachweisen. Der Stern gehört zu den Sternen der Spektralklasse K. Nach Angaben der Forscher ist er kühler als die Sonne. Und sein Alter wird auf 5,7 Millionen Jahre geschätzt. Die protoplanetare Scheibe ist in zwei Teile geteilt, deren Abstand zueinander 8 Milliarden Kilometer beträgt. In der Zukunft werden sich in ihr Planeten bilden. Diejenigen Planeten, die sich näher am Wirtsstern befinden, werden sich in der bewohnbaren Zone befinden. Außerdem deuten Informationen des James Webb Teleskops darauf hin, dass es sich um erdähnliche Planeten handeln wird. Das System PDS 70 ist 370 Lichtjahre entfernt. Wasserdampf wurde in einer Entfernung von 160 Millionen Kilometern vom Stern entdeckt. Zum Vergleich, die Entfernung zwischen der Erde und der Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer. Aktuelle wissenschaftliche Modelle legen nahe, dass in einem so späten Stadium der protoplanetaren Scheibe die ultraviolette Strahlung die H2O-Moleküle zerstört haben müsste. Die Wissenschaftler werden das System weiter beobachten, um dieses Rätsel zu lösen. Die Forscher vermuten nun, dass das Wasser von außen in Form von Eis in die protoplanetare Scheibe eingedrungen sein könnte und sich dann in Dampf verwandelt hat. Die zweite Hypothese besagt, dass das Wasser durch die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff entstanden sein könnte.